Was Sie ja wahrscheinlich schon erlebt haben in einem der letzten Semester ist, dass ich, was ich jetzt auch gerade mache, Videos aufnehme. Die Videos, wenn alles technisch klappt, werden bei jeder Vorlesung aufgenommen und dann ein paar Tage später online gestellt und Sie können dann die sich nochmal anschauen oder wenn Sie wollen, können Sie auch zu Hause auf dem Sofa sich die Vorlesung anschauen. Der Grund, warum ich das mache, ist eigentlich, dass ich denke, Sie sollten in die Vorlesung kommen und die Videos eventuell zum Wiederholen von Dingen benutzen, die Ihnen nicht sofort klar waren. Aber wie gesagt, mir ist das auch egal, wenn Sie die ganze Vorlesung zu Hause verfolgen. Ich kann Ihnen nur nicht garantieren, dass immer alles dann auch wirklich in den Videos ist. Es gibt aber auch Videos vom letzten und vom vorletzten Semester. Das, was ich hier schreibe, taucht irgendwann später auch wieder online auf in E-Mail unter dem Stichwort Journale. Also diese Sachen, die ich jetzt hier schreibe, die werde ich dann als PDF speichern, auch wieder unter dem Vorbehalt, dass technisch alles funktioniert. Und dann können Sie das benutzen. Darum die übliche Frage, wie auch in der Mathevorlesung, was sollte man mitschreiben, was nicht, die ich Ihnen nicht abnehmen kann. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Gar nichts mitschreiben ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, weil man dann vielleicht so ein bisschen in Gefahr gerät, langsam einzupennen oder so. Aber Sie müssen nicht unbedingt alles mitschreiben, weil Sie die Sachen ja nochmal bekommen. Außerdem gibt es auch ein Skript, das aber nur sehr kurz und knapp ist. In dem Skript wird nicht alles stehen, was ich hier mache, sondern es wird so eine Zusammenfassung drinstehen, die wichtigsten Dinge nochmal kondensiert. So, und dann gibt es auch Hausaufgaben. Aber leider kein Tutorium. Nach meiner Erfahrung machen auch nicht so viele Leute die Hausaufgaben hier. Ich würde Ihnen aber empfehlen, das zu machen. Ich kann Ihnen noch nicht versprechen, dass es jede Woche regelmäßig Hausaufgaben gibt, aber ich versuche es. Aber gucken Sie ab und zu meinen E-Mail. Vielleicht fällt ab und zu mal einer aus. Ich versuche aber so alle 2 Wochen mindestens Hausaufgaben zu machen. Und da es kein Tutorium gibt, können Sie auch gerne dann in der Vorlesung Fragen zu Hausaufgaben oder Sie kommen in meine Sprechstunde. Das übliche Sprechstunde kann man auch einfach bei Google eingeben, aber ich kann es Ihnen jetzt auch sagen. Die ist Montag von 16:30 Uhr bis 17 Uhr oder Mittwoch von 16:30 Uhr bis 17 Uhr. Diese Termine bedeuten aber nur, dass ich zu den Zeiten definitiv versuche, da zu sein, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt. Ich bin aber auch, also Montag und Mittwoch bin ich garantiert immer in der Finkenau. Ich bin häufig aber auch an anderen Wochentagen da. Schicken Sie mir vorher eine E-Mail, dann können wir irgendeinen Termin ausmachen, wenn es Ihnen Montag oder Mittwoch nicht passt. Emil, Passwort kennen Sie inzwischen alle, Phonobulax. In Emil sind dann die Hausaufgaben drin, das Skript, Links nochmal zu den Videos, im Prinzip alles, was Sie so brauchen. In E-Mail ist auch drin ein Forum. Es sind 2 Foren drin. Ein Forum, das erste Forum heißt Nachrichten oder sowas in der Art. Und das kann nur ich benutzen. Das benutze ich, um Ihnen offiziell irgendwas mitzuteilen. Zum Beispiel Termine oder sowas. Darum sollten Sie ab und zu mal in Ihre HAW-E-Mail reingucken. Weil, wenn ich da was in E-Mail einstelle, ich davon ausgehe, dass Sie das auch mitbekommen. Und wenn Sie das dann nicht mitbekommen haben, würde ich sagen, persönliches Pech. Also das ist dann aus meiner Sicht dann offiziell gesagt. Wird nicht so oft passieren, aber gerade was solche Dinge wie Klausuren und so angeht, lohnt es sich da vielleicht mal reinzuschauen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, ja, und in E-Mail sind auch ein paar Bücher wieder verlinkt. Zum Thema theoretische Informatik, um die geht es ja in dieser Vorlesung. Wie in der Mathevorlesung würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie in diese Bücher mal rein. Die sind alle online als PDF umsonst zu kriegen. Und suchen Sie sich vielleicht eins von denen aus, was Sie vorlesungsbegleitend lesen. Es ist bei den Büchern nicht so, dass es so ein großes Angebot gibt wie bei Mathebüchern. Bei Mathebüchern, die zu unserer Vorlesung passen, gibt es inzwischen mehr als ein halbes Dutzend. Bei TI, werden Sie sehen, sind es nicht so viele. Es gibt so ein paar Standardwerke, die noch nicht
digital zumindest in unserer Bibliothek vorliegen. Das heißt, eventuell lohnt es sich auch mal zum Berliner Tor zu gehen, solange wir hier bei uns im neuen Gebäude die Bibliothek noch nicht haben, und sich da mal ein Buch auszuleihen. Die Standardwerke zu TI haben die da in großen Mengen rumstehen. Da sollten für alle Leute genug da sein. Und was ich Ihnen auch gleich schon mal organisatorisch mit auf den Weg geben kann, zum Inhalt sage ich gleich noch was. Ich würde Ihnen empfehlen, falls Sie sich da nicht mehr so ganz sicher sind, ein, zwei Dinge aus der Mathematik zu wiederholen. Ich habe ja zwischendurch in Mathe immer schon mal gesagt, dass Sachen wieder vorkommen. Sie werden gleich heute sehen, wir werden Mengenlehre brauchen. Mengenlehre heißt, so die typischen Operationen, Durchschnitt, Vereinigung und so weiter, das werden Sie brauchen. Und insbesondere werden Sie auch brauchen das Lesen von solchen Mengenbeschreibungen. Also wenn man dann sowas hat wie die Menge aller düt, düt, für die gilt, düt, düt, düt. Sowas wird ständig vorkommen. Und Sie werden es auch im Prinzip im Laufe der Vorlesung einfach wieder mitbekommen, aber vielleicht kann man das auch nochmal wiederholen. Es gibt ja inzwischen auch die ganzen Mathe-Vorlesungen als Videos. Und das Zweite, was jetzt noch nicht vorkommen wird, aber so zur Mitte des Semesters, da geht es um Komplexitätstheorie, ist die sogenannte Landau-Notation. Kam auch in Mathe vor. Das sind solche Dinge wie Groß O von n Quadrat und sowas in der Art. Wenn Ihnen das nicht mehr klar ist, wäre jetzt auch eine gute Gelegenheit, sich das nochmal anzuschauen, weil wir das brauchen werden. Ja, das zum Organisatorischen.